Also ich bin ein Einzelkind und meine Eltern haben mich immer mitgeschleift, überall, wo sie hin sind. Maria war einfach immer dabei gewesen. Dann hat das Kind einfach vor sich hergemölt, ganz still und zufrieden. Und im Kindergarten habe ich nichts anderes gemacht als gezeichnet. Die Berufswahl ist dann auf medizinische Laborantin gefallen. Das war ein interessanter Beruf, weiss und steril. Und nach einer Weile habe ich dann wieder angefangen zu malen. So. Da könnten Sie vielleicht noch mal ein Fenster haben, das so etwas angeschnitten ist. Das ist so ungefähr. Also ganz grob. Ganz grob. Und eben ohne ganz konkrete Vorstellungen kann man nicht anfangen, weil dann komme ich irgendwo in eine Sackgasse rein, wo ich nicht mehr weiter weiss. Und es ist einen Weg schon schwierig genug, auch wenn ich konkrete Vorstellungen habe. Die Hand und der Kopf sind sich oft überhaupt nicht einig. Die Hand ist manchmal nicht in der Lage, um das auszuführen, was sich der Kopf vorstellt. Die meine Süsche, die ich habe, die sind ja eigentlich nicht so aus der heutigen Zeit. Die sind so aus den, ja, man sagt aber so 20er, 30er Jahren oder so. Und da hat es, glaube ich, noch nicht so viele knallige Farben gegeben, stelle ich mir vor. Und wenn ich so die Bilder sehe von früher, dann wird es mir manchmal fast schlecht. Aber es war ein Anfang. Es musste sein. Es ist der Stein, der ins Rollen gekommen ist. Das ist immer ganz ein wichtiger Moment, dass man überhaupt irgendwie einen Punkt hat, wo es losgeht. Und im Laufe der Zeit wird man sich natürlich verändern. Bei mir ist die Veränderung halt langsam stattgefunden, weil ich bin ja nie in eine Malschule gegangen. Ich musste alles selber eigentlich mir so ein bisschen aneignen. Ich werde oft gefragt, wieso malst du so die Figuren und so. Dann muss ich einmal sagen, es ist wie eine Handschrift. Es ist vermutlich so wie eine Charaktersache. Und dann gibt das Unterbewusstsein, hat da unglaublich viel mitzureden. Meine Ideen, da werde ich noch gefragt, wo ich die her habe. Das ist bei mir meistens so. Man redet mit den Leuten oder ich höre Radio oder Fernsehen, dann schnappe ich irgendwie ein Wort auf. Adlerhorst. Dann denke ich mir, da könnte jetzt eigentlich einen Titel geben für ein Bild, aber ich weiss in dem selben Moment eigentlich noch gar nicht, was es gibt. Und dann trage ich das so ein bisschen im Unterbewusstsein mit mir herum. Also wenn man das Bild da im Spiegel anschaut, dann ist es erstens die Distanz ist ein bisschen weiter und es ist spiegelverkehrt und da hat man wie einen anderen Blickwinkel. Meine Figuren, die Leute, die haben auch für mich eine Geschichte. Also der Mensch ist für mich immer, immer, immer der Mittelpunkt. Der Mensch hat Biss, er hat Fehler, er hat Schwächen und das macht eben das Ganze interessant. Ein grosses Glück war für mich, als ich konnte, vor über 33 Jahren das Lokal mieten. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, nebst dem Arbeiten Kontakt aufnehmen mit den Leuten, die Leute, die reinkommen. Die haben mir Fragen gestellt, die haben mich irgendwie herausgefordert. Und ich brauche das, denn wenn man da hinten sitzt und malt, dann muss man irgendwie spüren, man muss eine Resonanz spüren, man muss wissen, wo man steht. Denn wenn man das alles allein machen muss, dann ist das manchmal sehr irreführend. Natürlich wäre es schön, so ein romantisches Atelier zu haben, aber man wäre total isoliert. Und die Selbstzweifel, die man halt manchmal hat, die zerfleischenden Selbstzweifel, die unausweichlich sind, die könnten für mich ein grosses Problem werden. Denn die hat man, die kommen immer und immer wieder. Und wenn man dann da hinten sitzt und wieder einmal in einem Tief sitzt, und da kommt jemand rein und grinst und schmunzelt und macht einen blöden Spruch oder so, dann ist mein Akku aber 0,
plötzlich wieder voll. Und die Leute, sage immer, die sind eigentlich für mich ein bisschen das Öl ins Getriebe, ein Ölkännchen. Vor über 20 Jahren bin ich dann einmal gefragt worden, ob ich Lust hätte zum Eier malen. Da habe ich gedacht, ja, so eine Eiform hat ja eigentlich fast ein bisschen Körperform. Und so bin ich dann auf die Eier gestoßen, auf meine Art von Eier. Also, wenn die Leute meine Bilder anschauen und sie finden, es sei lustig, es sei humorvoll, es sei ironisch, dann tut mir das im Herzen gut, weil ich merke, sie haben es verstanden. Kreative ist bei mir immer, hat bei mir immer eine grosse Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich konnte mir eigentlich nie vorstellen, dass ich einmal eines Tages mit dem meine Brötchen verdiene. Aber ich habe es nie bereut. Ich bin froh, dass ich den Schritt gewagt habe.